Deswegen rufe ich es auf, Tagesordnungspunkt 72, Beschlussempfehlung und Bericht des Unterausschusses Datenschutz zu dem 44. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Drucksache 19/3510. Hierzu eine Stellungnahme der Landesregierung betreffend den 44. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten in der Drucksache 19/5246. Dazu der Berichterstatter, Herr Kollege Kaufmann. Ich komme gleich noch dazu, wie das läuft. Top 73 rufe ich auf, Beschlussempfehlung und Bericht des Unterausschusses Datenschutz zu dem 45. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Drucksache 19/4762. Und schließlich die Stellungnahme der Landesregierung betreffend den 45. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Drucksache 19/5372. Berichterstatter ebenfalls Herr Kaufmann. Auf Ihren Bericht müssen wir leider verzichten. Und Sie stimmen auch zu. Vielen Dank. Ja, es gibt schon Sehnsüchte. Ja. Das Wort zu seinem Bericht hat der Hessische Datenschutzbeauftragte. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss zunächst um Entschuldigung bitten, dass ich so unkommunikativ nicht richtig in die Runde gucke. Ich habe einen leichten Bandscheibenvorfall und kann den Kopf nicht heben. Deswegen ist das keine Missfallenskundgabe. Ich rede vor mich hin, aber ich hoffe, dass ich trotzdem akustisch verständlich bin. Ich freue mich, Ihnen den 44. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015 als auch den 45. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 vorstellen zu können. Wir haben damit zeitlich mit der Berichterstattung der anderen obersten Landesbehörde, dem Hessischen Rechnungshof, gleichgezogen. Wesentlichen Anteil an diesem Beschleunigungseffekt hat die zügige Stellungnahme der Landesregierung, die allerdings dadurch erleichtert wurde, dass ich über die jeweils anstehenden datenschutzrelevanten Vorhaben informiert worden bin und daher auch in Absprache mit der Opposition etwaige Datenschutzprobleme schon im Vorab ausräumen konnte. Die Berichte zeigen keine spektakulären Datenschutzverstöße auf. Das spricht für das hohe Datenschutzniveau in Hessen. Am Niveau des hessischen Datenschutzes haben alle bisher im Landtag vertretenen Parteien ihre speziellen Verdienste, sodass die Datenschutzpolitik für Wahlkämpfe ungeeignet ist und leicht aus dem Blick gerät. Die informationelle Selbstbestimmung ist im Digitalisierungszeitalter jedoch so fundamental bedroht, dass der Datenschutz Aufmerksamkeit aller verdient und Regelungen erfordert, die von allen politischen Gruppierungen getragen werden. Ich verweise auf die Ziffer 112 des 45. Tätigkeitsberichts und komme hierauf noch einmal zu sprechen. Die Schilderung datenschutzrechtlicher Regelungen ist langweilig. Das hat mich schon früher veranlasst, die spröde Datenschutzthematik durch Querverbindungen zu spannenderen Themen, etwa aus dem Gebiet von Funk und Fernsehen, aufzulockern. Das erwarten Sie ja von mir. In diesem Sinn muss ich bedauernd feststellen, dass die Aufholjagd, die bei dem Tätigkeitsbericht im Interesse einer zeitnahen Berichterstattung durch die Landesregierung noch nicht zur Kandidatin für eine Folge in der Filmserie The Fast and the Furious macht. Die 13. Folge kann vielleicht für die Landesregierung reserviert werden. Für mich gilt das schon eher. Mir wurde vor wenigen Tagen überraschend eröffnet, dass ich den mündlichen Bericht schon heute halten soll. Ich konnte mich also nicht vorbereiten. Das, was ich jetzt mache, ist Fast Food, alles improvisiert. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem über die Runden komme. Bei der Suche nach einem passenden Aufhänger kam mir das Lied von Rudi Carrell »Lass dich überraschen« in den Sinn. Und ich erinnerte mich daran, dass Rudi Carrell 1960 mit dem Lied »Wat ein Glück« – das soll holländisch sein, was für ein Glück – für die Niederlande den Platz 12 bei dem Eurovision Song Contest. Wir haben das als Französisch vornehm ausgedrückt als Grand Prix, aber es ist der European Song Contest. Und da hat er den 12. Platz gemacht. Und das Furious, das Zornige, beziehe ich darauf, dass viel Glück als Begrüßung von internationalen Konzernen in der holländischen Steuervermeidungsoase gedacht ist. Und das ärgert mich, und da werde ich in dem nächsten Tätigkeitsbericht dazu Stellung nehmen.
Der heutige Bericht bezieht den European Song Contest in die Betrachtung ein. Dieser hat sich parallel zum Datenschutz entwickelt und lässt Rückschlüsse auf den Datenschutz zu. Das ist zwar befremdlich, ist aber erstaunlich, wie die Parallelen naheliegen. Ich wollte die Phasen schildern, aber das ist unparlamentarisch und bin da zurückgepfiffen worden. Analoge Phase, digitale Phase und rektale Phase, bei der man. Ich erspare mir das näher auszuführen. Und das ist noch parlamentarische Gepflogenheit als Adjektiv, ist akzeptabel. Was man damit verbindet, ist nicht meine Angelegenheit. Also diese beiden Entwicklungen sind parallel gelaufen. Und Schwerpunkt bei dem Tätigkeitsbericht ist die europäische Reform des Datenschutzrechts. Diese ist zu beschreiben und zu bewerten. Die in dem Tätigkeitsbericht aufgeführten Eckpunkte der europäischen Datenschutzreform können zu diesem Zweck mit den Siegertiteln des European Song Contest verknüpft werden. Vorab schließe ich aus, dass unsere Beschleunigungsleistung durch Johnny Logans Titel aus dem Jahr 1980, What's Another Year, relativiert wird. Jetzt gehe ich auf die einzelnen Kernpunkte ein. Dass die Neuerungen im Bereich der Sanktionen nicht nur in Beetje, Teti Scholten 1957, erinnert sich außer mir niemand dran, in Beetje sein werden, ist klar. Die datenverarbeitende Branche soll ruhig running scared sein. Sie sollen Angst haben und sollen wissen, was auf sie zukommt, wenn sie Datenschutzverstöße begehen. Das Marktordnungsprinzip darf sich nicht als Fairy Tale erweisen. Das Recht der Datenportabilität dringt an in Ne Partez sans moi mit Céline Dion. Da erinnern sich einige von Ihnen noch daran. One-Stop-Shop ist angesprochen in My Number One. Hoffentlich der hessische Datenschutzbeauftragte als Number One gedacht. Das Recht auf Vergessen werden, das ist so schön. Das ist eine Errungenschaft der Datenschutzgrundverordnung. Eine Albernheit, aber die haben das geregelt. Das Recht auf Vergessen werden beansprucht freilich niemand ausdrücklich. Außer die deutschen Teilnehmer am European Song Contest, weil sie immer die Letzten geworden sind. Nach diesem Muster ließen sich noch zahlreiche Beispiele finden. Mit Rücksicht auf die begrenzte Zeit setze ich das nicht fort. Wichtig erscheint mir der Befund, dass der European Song Contest eine Entwicklung durchlaufen hat, die zeigt, wie wenig wir in Deutschland darauf eingestellt sind, die europäische Stimmungslage richtig einzuschätzen. Es gilt zu verhindern, dass beim Datenschutz vergleichbare Fehler gemacht werden wie beim European Song Contest. Deswegen werde ich kurz die Fehler andeuten. Der European Song Contest ist ein Musikwettbewerb, der jährlich von der Europäischen Rundfunkunion veranstaltet und weltweit ausgestrahlt wird. Er erreicht 200 Millionen Zuschauer und ist also gut für die Marktmusikwirtschaft und die Selbstdarstellung der Teilnehmerstaaten. Die Erstausstrahlung erfolgte am 24. Mai 1956. Das 62. Jubiläum findet nächstes Jahr an einem Tag statt, bevor die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt. Sie können also datenschutzrechtlich noch einmal in die Vollen gehen und Datenschutzverstöße begehen. Die Datenschutzgrundverordnung tritt erst einen Tag später in Kraft. Die Darbietungen waren mehr oder weniger anspruchsvoll in der ersten Phase. Dann ist man auf die Lieder mussten in der Landessprache gesungen werden. Und dann ist man auf die englische Phase übergegangen. Und da haben immer die Engländer und die Iren gewonnen, wenn Sie sich erinnern. Haben grundsätzlich die Engländer und die Iren gewonnen. Mit Deutsch hatten wir keine Chance. Der Einzige, der auf Deutsch eine Chance hatte, war Udo Jürgens, der Merci Cherie so oft gesungen hat, dass es Deutschen nicht aufgefallen ist. Als die Landesstraßen, also Englisch war der Renner, die Hauptschwierigkeit war die Bewertung. In die Bewertung wollte man Qualität und Publikumsattraktivität reinbringen. Erinnern Sie sich noch, 12 Points zu 12 Punkte, wenn die immer gesagt haben, das haben wir nie gekriegt. Wir waren immer Zero Points. Germany, Zero Points. Deutschland hat 0 Punkte. Das Einzige, wo wir Erfolg hatten, war die sensationelle Errungenschaft, ein bisschen Frieden, nicht Frieden ganz, ein bisschen Frieden, da sind wir mit durchgekommen. Aber sonst, und bei Lena fiel es nicht auf, dass das kein Deutsch war. Das hat halbwegs Englisch geklungen.
Aber ich möchte das denn nicht jetzt endlos bringen. Wir sind in dem European Song Contest deswegen durchgefallen, weil wir als Einzige in jedes Mal teilgenommen haben. Wir waren nämlich gesetzt. Die anderen mussten sich qualifizieren. Wir waren gesetzt, weil wir die Geldgeber des European Song Contest waren. Und das können Sie sich vorstellen, dass man unheimlich beliebt ist, wenn man als Geldgeber immer gesetzt wird und dann jeden Schrott abliefert. Und wir haben grundsätzlich verloren und waren Zero Points. Und wir haben uns unbeliebt gemacht. Wir haben uns als Geldgeber aufgespielt und haben die Atmosphäre nicht richtig verbraten. Und das muss man im Datenschutz verhindern, dass wir uns genauso ungeschickt verhalten im Datenschutz wie im European Song Contest. Und im Datenschutz droht uns genau das Gleiche. Wir spielen uns als die Superdatenschützer in Europa auf. Und die Datenschutzreform ist verkauft worden als eine Europäisierung des deutschen Datenschutzrechts. Wir haben überall rumposaunt. Wir haben die deutschen Standards gehalten und auf europäische Ebene transportiert. Und die Europäer haben jetzt einen tollen Datenschutz, wie die Deutschen denn schon immer hatten. Und das macht uns unheimlich sympathisch. Sie können sich vorstellen, dass das läuft. Die Datenschutzreform, ich rede jetzt etwas weg vom Manuskript, aber es ist mir ein Anliegen. Die Datenschutzreform hatte verschiedene Ursachen. Einmal hat man den Datenschutz als Schranke für den Datenverkehr betrachtet und wollte den Datenverkehr verbessern. Das war ein Anliegen. Das andere Anliegen war, die Kompetenzen der Europäischen Union auszuweiten, die Kommission in Positionen zu bringen, die sie vorher nicht hatte, Kompetenzen auf die Kommission zu übertragen. Und deswegen hat man die Datenschutzbeauftragten als völlig unabhängige Institution propagiert, nicht um völlig unabhängig zu sein im nationalen Bereich, sondern völlig unabhängig von den nationalen Behörden und uns als verlängerten Arm der europäischen Exekutive aufzubauen. Ich sage so offen, das war das Anliegen. Das ist kein Europaskeptizismus. Das ist legitim als europäische Instanz, dass ich versuche, meine Kompetenzen auszuweiten. Aber es ist genauso legitim, als deutsche Behörden dafür zu sorgen, dass wir unseren eigenen Hoheitsbereich sauber halten und intakt halten. Ich sage das ganz offen. Ich betrachte mich nicht als europäischen Amtsträger und Beamter. Ich habe den Eid auf das Grundgesetz geleistet und auf die nationale Verfassung. Die Europäer haben Teil an der deutschen Souveränität, aber sie sind nicht souverän. Und der Staatsverbund ist mir der naheliegende. Ich betrachte mich als Vollzugsorgan der Bundesrepublik Deutschland und nicht als primäres Vollzugsorgan der Europäischen Kommission. Nach der Datenschutzgrundverordnung beginnt angeblich eine neue Zeitrechnung. Das stimmt. Wir haben unmittelbar europäisches Recht zu vollziehen, und wir haben jede Menge von zusätzlichen Verpflichtungen. Die habe ich in meinen Tätigkeitsberichten ausführlich dargestellt. Aber wir haben deutsche Verpflichtungen und hessische Verpflichtungen. Wir haben hausgemachte Probleme. Wir haben eigene Angelegenheiten. Wir haben souveräne Regelungsbereiche. Die Europäische Union ist in ihrem Tätigkeitsbereich zuständig, wo sie Befugnisse zugebilligt hat durch das europäische Vertragswerk. Aber das, was die Europäische Union von uns verlangt, das mache ich nicht. Das sage ich ganz offen, da weigere ich mich. Ich bin nicht bereit, deutsches Recht als für ungültig zu erklären, mit dem Hintergrund, das europäische Recht hat Anwendungsvorrang, das deutsche Recht gilt nicht. Es wird von uns verlangt, zu erklären, dass das deutsche Recht gilt nicht. Dazu bin ich nicht befugt. Normverwerfungskompetenz hat bei uns das Bundesverfassungsgericht und nicht jeder Verwaltungsbeamte. Und ich bin finster gesonnen, wenn es einen Konflikt gibt zwischen europäischem Recht und deutschem Recht. Dann muss der Konflikt ausgetragen werden, und das soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Das ist für uns die zuständige Instanz und niemand sonst. Und jetzt sind wir dabei, das europäische Recht zu perfektionieren im Rahmen von Öffnungsklauseln, den sogenannten Öffnungsklauseln, die Spielraum lassen im Rahmen der europäischen Regelung. Die Öffnungsklausel perfektionieren wir jetzt wieder für die Europäer.
Und deswegen habe ich vorher den European Song Contest gebracht. Wenn wir deutsches Recht, wenn wir die Amtssprache ist Englisch. Wir perfektionieren auf Englisch die englische Amtssprache und handeln durch Deutsch. Das Englische, das wir benutzen, ist Deutsch auf Englisch. Das klingt jetzt zwar sehr abgehoben, aber das ist unsere Message. Wir perfektionieren aus deutscher Sicht europäisches Recht in englischer Sprache. Ich weiß nicht, ob ich es verdeutlichen kann, aber wir machen uns ausgesprochen unbeliebt, wenn wir unsere deutschen Vorkenntnisse und Vorverständnisse in englische Sprache umsetzen und glauben dann, dass das als englische Sprache empfunden wird. Ich kann es Ihnen das sagen, durch viele Erfahrungen, Verhandlungen mit Europäern auf Englisch. Es fällt auf, wenn ein Deutscher Englisch spricht. Es fällt auf, es ist Deutsch. Das ist kein Englisch, das ist Deutsch, die Geschäftssprache. Und dann sollten wir doch ehrlich sein. Und wenn wir unseren Geschäftsbetrieb regeln, dann wenden wir als Amtssprache Deutsch an und nichts anderes. Und wir sollen unsere Regelungen für den eigenen Bereich nach unseren Maßstäben treffen und die Öffnungsklauseln unsere Aufgaben erfüllen. Wir wenden die Öffnungsklauseln an. Ich kann Ihnen sagen, außer den Österreichern wendet kein anderer europäischer Staat die Öffnungsklausel an. Die lassen ihre Regelungen stehen und wenden ihr bisheriges Recht nach eigenem Gusto an und machen nicht so ein Drama aus zur Perfektionierung des europäischen Rechts. Ich sage es jetzt schon wieder. Mir geht es darum, die europäischen Belange sollten wir schützen und uns als gute Europäer fühlen. Aber wir sollten unsere eigenen Angelegenheiten selbst regeln. Und deswegen ist es höchste Zeit, das ist meine Message, das ist jetzt nicht ins Lächerliche gezogen, wir sollten ein solides hessisches Datenschutzgesetz machen, in dem alle Datenschutzbelange gewürdigt werden, in dem wir modern sind, in dem wir die Informationsfreiheit mit einbinden, denn dies ist ein Teilbereich des Datenschutzes, und den Datenverkehr in einer Hand regeln. Und das steht mir zwar nicht zu, ich sage es aber trotzdem, es wäre mir ein Anliegen, wenn alle Parteien eingebunden werden könnten in die Optimierung des hessischen Datenschutzgesetzes und alle Anstrengungen gemacht werden, dass wir eine einheitliche Linie bringen, dass wir wieder eine hessische Lösung haben und auf der Höhe des Fortschritts sind. Und dann sollten wir für unseren Bereich und unsere Belange eigene Regelungen treffen. Und das habe ich vorhin schon angekündigt, das ist mir ein Anliegen, dass wir das noch machen. Ich habe jetzt nicht so geckig gesprochen wie sonst, aber Sie haben mir das nachempfunden, dass mir ein Anliegen ist. Ich will nicht Zero Points für den Datenschutz. Ich will die 12 vollen Punkte für den Datenschutz. Ich möchte eine umfassende, erschöpfende Regelung, eine gelungene Regelung und nicht immer dem nachlaufen, was die Europäer gemacht haben. Die haben ihre Regelung schon solid gemacht und uns souverän gemacht. Die brauchen nicht unsere Nachhilfe. Wir brauchen eigene Regelungen für die neuen Entwicklungen des Datenschutzes, und die Informationsfreiheit gehört dazu. Ich habe es schon oft gesagt, wir sind keine Höhlenmenschen, die den Staat am Eindringen in die Höhle hindern und den staatlichen Datenschutz, die staatlichen gebotenen Maßnahmen verhindern. Der Datenschutz ist eine allgemeine Angelegenheit. Wir werden von der Industrie bedroht, wir werden von der Datenwirtschaft bedroht, von großen internationalen Unternehmen bedroht. Und wir werden in unserem Informationsverhalten beeinträchtigt. Und das ist nicht nur die Abwehrhaltung, das ist die Haltung, ich will meine Informationen unverfälscht weiter übermitteln können. Und deswegen gehört die Informationsfreiheit zum Datenschutz dazu. Und wenn andere Länder da eigene Gesetze haben, dann sollen die das machen. In Hessen brauchen wir ein einheitliches Gesetz. Und da bin ich dabei. Dafür mache ich mich stark. Emotional ist mir jetzt etwas durchgegangen, aber ich habe festgesprochen, vielleicht sind Sie nicht furious und sind nicht erbost darüber, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, sondern nehmen das so, wie es gedacht ist, als Anregung für eine parlamentarische, solide Arbeit. Meine Arbeit ist damit geleistet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Professor Dr. Ronellenfitsch, ganz herzlichen Dank für Ihren umfangreichen Bericht. Zwei Dinge. Zum einen, trotz Bandscheibenvorfall, das Rückgrat stimmt bei Ihnen. Dankeschön. Wichtiger Punkt. Und zum Zweiten würde man ja dann sagen im Fernsehen, Germany 12 points. Okay. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zunächst Herr Dr. Hahn für die Fraktion der FDP. Bitte schön. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Professor Ronellenfitsch, wir machen das erste Mal seit Jahren wieder Freitagsplenarsitzung. Und die parlamentarischen Geschäftsführer, die daran schuld sind, dass wir heute noch hier sein müssen, weil sie nicht ordentlich geplant haben, haben gedacht, wie können wir so viel wie möglich Kolleginnen und Kollegen überzeugen, heute noch einmal nach Wiesbaden zu kommen. Deshalb Ihr Auftritt heute Morgen um 9 Uhr hier. Und fast alle sind hier, und wir sind alle wieder einmal begeistert. Vielen herzlichen Dank. Ich erbitte aber ein bisschen Frieden, Herr Prof. Ronellenfitsch. Und ich habe über Satellite festgestellt, es hieß nicht immer null Punkte, sondern mindestens zweimal hat Deutschland sogar gewonnen. Einmal Nicole mit ein bisschen Frieden und dann im Jahre 2010 Lena Meyer-Landrut mit Satellite. Das soll uns nicht zufriedenstellen, aber ich möchte Ihnen damit auch ein bisschen Mut aussprechen, dass wir auch auf europäischer Datenschutzebene auch wieder einmal gewinnen werden, und dann mit vielen, vielen 12 Punkten. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum harten Brot der Debatte. Ja, wir beraten heute den 44. und den 45. Tätigkeitsbericht. Der 44., liebe Kolleginnen und Kollegen, betrifft das Jahr 2015. Er wurde von Herrn Prof. Ronellenfitsch und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen ich dafür und für alles andere ganz herzlich, und zwar nicht nur im Namen der FDP-Fraktion, sondern auch als Vorsitzender des Unterausschusses Datenschutz, Danksage vorgelegt. 15 Monate später, 15 Monate hat es gedauert, bis die Landesregierung im September 2017 die Stellungnahme dazu abgeben kann. Ich bewerte das jetzt nicht, sondern ich stelle nur objektiv fest, es waren 15 Monate. Der 45. Tätigkeitsbericht, der das Jahr 2016 beinhaltet, lag im März 2017 vor. Hier hat die Landesregierung Anfang November ihre Stellungnahme vorgelegt. Das waren dann nur noch 9 Monate. Also, wir sind gute Hoffnung, dass aus 15 9 letztlich man sich um 6 Monate handelt, damit wir auch tatsächlich noch das hier beraten können, an was wir uns erinnern können. Es ist, ich wiederhole es noch einmal, nämlich das Jahr 2015 und das Jahr 2016, das wir hier zu beraten haben. Vielen Dank. Aber auch an insbesondere Staatssekretär Koch, der das offensichtlich ein bisschen mitgeleitet hat, dass dann aus der Debatte des UDS heraus relativ flott jedenfalls der zweite Bericht vorgelegt oder die zweite Stellungnahme zum zweiten Bericht vorgelegt worden ist, sodass wir jetzt über etwas zeitnäher diskutieren können. Meine Hoffnung bleibt aber, dass im nächsten Jahr wir nicht wieder 9 Monate brauchen, sondern es vielleicht in 6 Monaten schon schaffen. Zweite Bemerkung. Ja, insgesamt ist der Datenschutz in Hessen gut aufgestellt. Das sieht der Datenschutzbeauftragte so. Das sieht erkennbar die Landesregierung so, die in einer Vielzahl von Bemerkungen dem Datenschutzbeauftragten zustimmt. Das sieht die FDP-Fraktion im Hessischen Landtag genauso. Und trotzdem möchte ich kurz 4 Dinge herausnehmen, wo Sie sehen können, dass man sich nicht auf dem Erreichten ausruhen darf, sondern ich würde einmal sagen, immer wieder neu Sensibilisierung produzieren muss. Das eine ist das Thema Patientenakten, Arztpraxen, Krankenhäuser. Ich kann es nicht verstehen, dass es immer noch im Jahre 2016 war es das letzte Mal der Fall, in einem hessischen Krankenhaus möglich ist, dass man auf einem Notausgangweg Patientenakten findet. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht einfach nicht. Das ist eine Unsensibilität derjenigen, die damit beschäftigt sind. Mann, man wird es doch immer mal kapieren, dass das ganz, ganz persönliche Daten sind, diese Krankenakten, und dass die, wenn man sie nicht vernichten kann, irgendwo gelagert werden muss, wo keiner hinkommt, außer er hat dafür einen Schlüssel.
Das zweite Thema ist die Ausgestaltung der polizeilichen Falldatei Rauschgift. Auch da haben Sie, Herr Prof. Nellenfitsch, darauf hingewiesen. Und das ist ja ganz offensichtlich auch in Kommunikation mit der Polizei und mit dem Innenministerium auf einem guten Weg. Aber dass man halt immer wieder aufpassen muss, aufpassen beim Hereinnehmen der Daten, aber insbesondere aufpassen muss, wenn etwas sich nicht ergeben hat, beim Herausnehmen, beim Löschen der Daten. Hier haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in der Diskussion. Vielen Dank. Das ist meine dritte inhaltliche Bemerkung, dass mithilfe der Expertise des Datenschutzbeauftragten man eine, ich sage es mal in Gänsefüßchen, datenschutzrechtlich saubere Ausgestaltung z. B. der Regeln des Bodycams im HSOG hat erreichen können. Hier zeigt sich das, was Sie eben auch angesprochen haben. Sie beraten laufend die Landesregierung. Und wenn das nicht so richtig in den Rahmen der Berichte hereinpasst, dann berichten Sie uns im UDS darüber. Und deshalb habe ich in keinem der Punkte bisher einen großen Dissens bei den Kolleginnen und Kollegen gesehen. Und die vierte Bemerkung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die internationale Ebene, ist das Privacy Shield EU-USA. Bitte vernachlässigen Sie in Ihren Gedanken nicht, dass es dabei um Unmengen von Daten geht. Wir haben eine Vielzahl kleiner, mittelständischer, aber auch großer Unternehmen, die entweder amerikanische Mütter hatten oder haben oder die mit amerikanischen Unternehmen eng zusammenarbeiten und die bis hin zu Personalakten einen Ausgleich vornehmen. So einfach, wie sich das die EU und wie sich das die amerikanischen Behörden vorgestellt haben, kann der Datenaustausch mit den Vereinigten Staaten nicht stattfinden. Eine letzte zusätzliche Bemerkung. Ja, auch wir sehen den Meldedatenabgleich im Rahmen der Rundfunkanstalten sehr kritisch. Wir hören und wir wissen ja auch, dass es eine erneute Änderung des Rundfunkstaatsvertrages geben soll und dass dort dann die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung eingearbeitet werden soll. Ich bin gespannt, wie das mit den journalistischen Zwecken dann tatsächlich definiert wird, was wir als Grundlage haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir in Hessen müssen uns sputen. Das sage ich sehr kritisch und hoffe, dass auch der Minister nachher dazu noch Stellung nimmt. Am 25. Mai 2018, also, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal grob gerechnet, in 6 Monaten müssen wir entweder ein fertiges Datenschutzrecht in Hessen abgeschlossen haben, vorher besprochen haben, sonst gilt das der EU. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir ja parteiübergreifend nicht. Wir wollen ja die Besonderheiten Hessen vorn im Datenschutz, wollen wir auch weiterhin normiert haben. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, 5 Monate, 6 Monate für die Beratung eines Gesetzes, das immer noch nicht im Hessischen Landtag eingebracht worden ist, da fordert schon ganz schön viel von uns die Landesregierung. Und ich hoffe, dass spätestens in der Dezember-Sitzung dieses vorgelegt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche dem Datenschutz, dass er weiterhin so gut geschützt wird, wie wir das in Hessen seit Anfang der 70er Jahre normiert mit Hilfe der jeweiligen Datenschutzbeauftragten machen. Arbeiten wir weiter so, aber bitte schnell das Gesetz jetzt her. Vielen herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Heinz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Prof. Nellenfitsch, wir danken für den vorgelegten Bericht und die Stellungnahmen der Landesregierung. Das zeigt einmal mehr, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt zwischen dem Datenschutzbeauftragten, der Landesregierung, aber auch dem Landtag. Diesmal, das hat der Ausschussvorsitzende schon zu Recht gesagt, beraten wir 2 Tätigkeitsberichte. Dies hat 2 Seiten. Zum einen hat es beim 44. Bericht der ganze Ablauf etwas länger gedauert, aber positiv kann man tatsächlich hervorheben, dass es beim 45. Bericht jetzt alles wieder schnell auch ging und die Landesregierung ihre Stellungnahme zeitig geliefert hat und auch dann der Ausschuss auch zeitnah beraten konnte. Und Ausschussvorsitzender Dr. Hahn hat alles richtig gemacht. In den Ausschuss hat er seinen parlamentarischen Geschäftsführer geschickt und der hat uns dann versprochen, dass er sich dafür einsetzt, dass es gleich auf der nächsten
Plenarsitzung noch ein Platz gefunden wird. Das ist dann am Freitagmorgen. Auch in dieser übervollen Tagesordnung war es also möglich, dann keinen weiteren Verzug zu haben bis zur öffentlichen Behandlung. Vielen Dank dafür. Ja, wir leben in einer spannenden Zeit für den Datenschutz. Die Datenschutzgrundverordnung wird in 6 Monaten unmittelbar geltendes Recht. Und selbstverständlich wird auch die Umsetzung in hessisches Landesrecht zeitnah erfolgen. Und zeitnah wird auch ein Entwurf dem Landtag vorgelegt werden. Darüber haben wir im Ausschuss ausreichend gesprochen. Ja, vorab, bevor ich auf einige Punkte inhaltlich noch eingehen möchte, möchte ich dem Datenschutzbeauftragten danken für den Einsatz für uns als hessischen Gesetzgeber und als Landespolitiker. Ihr Einsatz gegen die direkten Durchgriffsrechte, die tatsächlich den Datenschutz auf Landesebene nur zu einem verlängerten Arm der Europäischen Union und der Kommission insbesondere machen wollen, das wissen wir zu würdigen. Sie haben in dem gesamten Normsetzungsprozess auf europäischer Ebene das sehr intensiv begleitet, in Arbeitsgruppen, auch durch Ihre Mitarbeiter oder persönlich. Und am Ende ist, glaube ich, da aus Sicht des Landes, das ja in besonderem Maße Wert legen muss auf den Grundsatz der Subsidiarität, dann wahrscheinlich Schlimmeres verhindert worden durch den tatkräftigen Einsatz von Ihnen und anderen Kollegen aus den Ländern. Ja, ein Blick in die beiden Berichte zeigt, der Datenschutzbeauftragte, Landtag und Landesregierung arbeiten vertrauensvoll im Interesse des Landes zusammen. Datenschutzbeauftragter ist zum einen ein wichtiger Ratgeber bei der Gesetzgebung. Sie sind regelmäßig als Anzuhörender hier bei Gesetzgebungsverfahren dabei und werden da an prominenter Stelle auch angehört. Das ist das eine, aber noch viel wichtiger aus unserer Sicht ist, dass Sie, wie Sie es auch eben selbst hervorgehoben haben, frühzeitig aktiv werden und von sich aus proaktiv auch Hinweise schon geben in einem viel früheren Stadium, bevor die Gesetze den Landtag erst erreichen. Der Gesetzgeber ist ja hier immer wieder gefordert, nicht nur im innenpolitischen Bereich, wenn es um Sicherheit und Ordnung geht, sondern in vielen anderen Bereichen auch tätig zu werden, auf neue Phänomene einzugehen. Ich möchte nur exemplarisch hervorgreifen bei der letzten Novelle des HSOG, als die sogenannten Bodycams in hessisches Landesrecht ins HSOG aufgenommen wurden, um zu ermöglichen, Polizeibeamte zu schützen und auch vor unberechtigten Anwürfen dann nach Einsätzen zu schützen. Da waren Sie es, der auch sehr frühzeitig in einem gangbaren, verfassungskonformen und auch datenschutzkonformen Weg mitgearbeitet hat. Und nach allem, was wir wissen, hat sich die bisherige Praxis dann auch in Hessen sehr, sehr bewährt. Aber auch viele andere Fragen konnten in der Vergangenheit datenschutzkonform gelöst werden. Das wird in den Berichten zutreffend festgestellt. Ein Beispiel ist neue Einsatzmöglichkeiten für den digitalen Personalausweis. Hier hervorgehoben die elektronische Antragstellung für Fördermittel bei der Wissenschaft. Die konnten datenschutzkonform gelöst werden. Hessen war hier wieder einmal mehr Vorreiter und hat dazu beigetragen, auch Verwaltungsabläufe und Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Bei datenschutzrechtlichen Bedenken, die es vereinzelt immer noch gibt, bei der Vorgehensweise von öffentlichen Stellen, also das eigentliche ursprüngliche Kerngeschäft des Datenschutzbeauftragten, da konnten diese in den beiden Berichtszeiträumen, die hier beleuchtet werden, zeitnah ausgeräumt werden. Das ist erfreulich. Immer wieder, das hat auch Kollege Dr. Hahn schon hervorgehoben, hat der Datenschutzbeauftragte zu Recht aus unserer Sicht den besonders sensiblen Umgang mit Patientenakten und Krankendaten angemahnt und hat hier Fehlverhalten zeitnah mit einer Intervention dann beenden können. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die eine Seite, der öffentliche Bereich. Der Datenschutz hat zwar seinen Ursprung als klassisches Abwehrrecht der Bürger gegen einen übermächtigen Staat und seine Institutionen, aber heute bedroht die Verwendung von personenbezogenen Daten durch Private die Bürger weitaus mehr, als das staatliche Stellen jemals hätten tun können. Es gibt an der Spitze, in Anführungszeichen, an der unrühmlichen Spitze der privaten Sammler die großen Konzerne Facebook, Alphabet und auch sicherlich das größte Kaufhaus der Welt, Amazon, die nicht ganz zufällig auch inzwischen die drei wertvollsten Konzerne der Welt geworden sind, obwohl sie alle drei zusammen nichts Physisches selbst herstellen, sondern bestenfalls nur etwas vertreiben und bei den beiden reinen Internetkonzernen überhaupt gar nichts Physisches mehr vertreiben oder verteilen auf der Welt. Die Feststellung, du bist der Kunde, du bist nicht der Kunde, du bist das Produkt, das trifft hier voll und ganz zu. Und das mahnt uns permanent zu einer erhöhten Wachsamkeit. Und das ist auch durchaus, das erkennen wir an, auf einem Tätigkeitsfeld, wo die Europäische Union tatsächlich gefordert ist. Wir sind ja nicht gegen Handeln der Europäischen
Kommission und der Europäischen Union bei allen grenzüberschreitenden und internationalen Datenverkehren erkennen wir das ausdrücklich an, dass nur auf EU-Ebene dort auch entsprechend gehandelt werden kann. Was wir aber gern selbst weiter regeln wollen, sind alle hessischen Belange. Aber nicht nur aus dem Silicon Valley droht diese übermäßige Datensammlung durch Private. Wir haben auch andere Dauerthemen, was Private hier in Hessen betrifft. Dauerthema ist zum einen die Bonitätsprüfung bei Online-Bestellungen oder generell auch im Vertrieb und Verkauf. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es selbstverständlich im Interesse jedes Dienstleisters oder auch Finanzdienstleisters oder Versenders ist, vorher sich zu versichern, dass der Kunde, der etwas bestellt, auch bezahlen kann oder dass der Kreditnehmer auch irgendwann etwas zurückzahlen kann. Aber immer wieder überschreiten die nur Einzelne, aber es gibt auch überschreiten die Einzelne eben dies, was nötig ist, sondern ziehen diese Bonitätsprüfungen auf einen Zeitpunkt schon vor, wo es noch nicht angezeigt ist, den Kunden dann zu durchleuchten. Ja, und in vielen Bereichen des täglichen Lebens, das ist das letzte Beispiel, machen digitale Innovationen das Leben angenehmer und leichter. Elektronische Bezahlsysteme, elektronische Kommunikation sind nicht wegzudenken aus dem Alltag. Und wir sind beileibe nicht fortschrittsfeindlich, ganz im Gegenteil. Aber jede Innovation, eben, die uns neu erreicht, bedarf einer besonderen datenschutzrechtlichen Prüfung. Und abschließend kann ich sagen, dass Sie, Herr Prof. Nellenfitsch und Ihre Mitarbeiter, diesen Prozess und alle neuen Entwicklungen zeitnah und kompetent zu begleiten und pragmatisch und mit geschärftem Blick für den Datenschutz meistens einen gangbaren Weg finden, der der Wirtschaft entgegenkommt, den Bürgern entgegenkommt, der Fortschritt nicht unterbindet und ermöglicht, aber datenschutzkonform dafür gilt unser herzlicher Dank. Machen Sie und Ihre Leute weiter so, dann ist Hessen, der Datenschutz in Hessen in guten Händen. Vielen Dank.